Bei einem schönen Abendessen kommt das Raclette, insbesondere während der Festtage, sehr, sehr gut an. Das Walliser Raclette, französisch Raclette du Valais. Laut Überlieferung kommt das Ganze aus der Schweiz, rund 400 Jahre alt das Ganze. Und heute ist die Beliebtheit jedoch ungebrochen. Wir haben uns einmal das Gerät, das Raclette-Gerät von WMF mit der Bezeichnung Lumero 3-in-1 angeschaut und möchten hier unsere Bewertung abgeben. Lohnt sich das Ganze? Bekanntlich lohnt es sich mittlerweile online einzukaufen, da hier zumeist unter den Herstellern eine sehr große Konkurrenz ist und dementsprechend bessere Preise angeboten werden. Wir möchten hier noch ein paar Tipps euch mit an die Hand geben, um euch die Kaufentscheidung bestenfalls noch zu erleichtern. Wenn ihr euch einen solchen Artikel zulegen möchtet, wir haben wie immer einen Preisvergleich für euch durchgeführt und das beste Angebot unter diesem Video unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall reinschauen, das lohnt sich. Hier könnt ihr möglicherweise noch den einen oder anderen Euro sparen. Zusätzlich haben wir da noch die wichtigsten Informationen zusammenfassend für euch hineingepackt. Bei diesem Set handelt es sich um ein schönes und von WMF auch gewohnt hochwertiges Set für 8 Personen. Das Raclette-Grill bringt auch ein Fondue in der Mitte mit. Das ist sehr außergewöhnlich, kommt bei den Kunden sehr, sehr gut an. Das Ganze mit einer Leistung von 1800 Watt. 2 Rädchen, mit denen sich die Temperatur einstellen lässt, stufenlos das Ganze und relativ platzsparend dennoch. Wir haben unten 8 Pfännchen, die Griffe hier relativ gut isoliert, was auch nochmal die meisten Kunden sehr positiv finden. Und eben die Tatsache, dass hier ein Fondue-Topf mit dabei ist mit Spritzschutzring aus Edelstahl, das Ganze. Und auch nochmal die Edelstahlstäbchen hier. So lässt sich Fisch, Gemüse und Fleisch sehr gut zubereiten. Auch als Hotpot lässt sich das Ganze verwenden, um dann letztendlich Gerichte warm zu halten. Und die Aluminium-Grillplatte kann man auch ganz einfach entnehmen und relativ einfach dann auch reinigen letztendlich. Und beim Raclette also insgesamt dabei 8 beschichtete Aluminiumpfännchen mit Kunststoffschieber und das Ganze auch nochmal Spülmaschinen geeignet, was die Reinigung gerade nach so einem Raclette nochmal erleichtert. Die Verarbeitung insgesamt hier sehr hochwertig. 0,75 Liter Fondue-Topf hier die Größe und dort kann, wie gesagt, nicht nur ein Gemüse-Fondue, sondern auch ein Öl-Fondue zubereitet werden. 1800 Watt sind bei diesem Gerät so leistungsstark, dass das Ganze relativ schnell auch erhitzt. Und wir haben 2 Temperaturregler mit maximaler Heizleistung von 700 Watt nochmal mit dabei und der Raclette hier mit einer Heizleistung von 1100 Watt, die an die Pfännchen dann letztendlich abgegeben wird. Eine gleichzeitige Verwendung von Raclette und Fondue ist ebenfalls möglich, da wir eine getrennte, stufenlose Temperaturregelung eben haben mit den 2 Rädchen. Das kommt ebenfalls sehr gut an, denn man hat eben die Möglichkeit, dann beides auf einmal zu nutzen. Bis zu 8 Personen. Antihaft beschichtet hier, wie man das kennt, von WMF, sehr hochwertig und ja, es bleibt nichts kleben, was wir sehr gut finden und auch nochmal, wenn man sich die Testberichte und Erfahrungen der Kunden anschaut, so kommt das Ganze sehr, sehr gut an. Vor dem Kauf ist es sicherlich sinnvoll, einmal nach bisherigen Erfahrungen von Nutzern zu schauen, beispielsweise in Foren, Shops wie Amazon oder eBay und sich dort die Kundenmeinung anzuschauen. Wir haben für euch einmal das Ganze ausgewertet und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass hier durchschnittlich sagenhafte 5 Sterne vergeben werden. Dementsprechend wirklich ein Top-Produkt, für das wir eine Empfehlung aussprechen können. Schaut auf jeden Fall auch nochmal unter diesem Video in die Videobeschreibung hinein. Dort findet ihr alle wichtigen Infos nochmal hineingepackt und zusammengefasst, sowie den Link zum aktuellen Angebot, sodass ihr dann euch dieses Angebot sichern könnt, solange dies gültig ist.